Herren, verehrte Gäste. Mein Name ist Tibor Szatmári. Ich trete vor Ihnen als Prior des Priorats München vom Lutherorden St. Georg Visegrad. Ich darf Sie recht herzlich zu unserem Ritter-Symposium begrüßen. Der St. Georg Ritterorden Visegrad wurde im Jahr 1326 von König Karl gegründet. Dementsprechend gilt er als der älteste laizistische Ritterorden. Sowohl in Ungarn als auch in mehreren Ländern Europas sowie in anderen Kontinenten haben wir Ritterbrüder und Priorate. Aber außer der ungarischen Organisation ist das stärkste, das allergrößte, das deutsche Großpriorat. Unser Priorat München veranstaltet jährlich, diesmal zum fünften Mal im Herzen von Bayern, aber trotzdem auf ungarischem Boden, dieses Symposium, um dem Gedenken unserer Vorfahren zu zollen, den Ritterorden und das Ungartum so in Bayern wie in Europa voranzubringen sowie die Kultur zu fördern. In 2019 veranstalten wir auch ein anderes, hochbedeutendes Ereignis. Der Ritterschlag des Ritterordens St. Georg findet am 4. Mai in München statt. Ich lade Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich ein, um ein besonderes Erlebnis mitzuerleben. Aber zurück zum heutigen Tag. Zuerst möchte ich Generalkonsul Gábor Tordai Lelku und seinen Kollegen Danke sagen dafür, dass das Generalkonsulat unser heutiges Treffen in seinem frisch eingeweihten, wunderschönen, dem europäischen Rang Ungarns würdigen Gebäude beheimatet. Der Herr Generalkonsul kann leider wieder wegen einer anderweitigen Beschäftigung heute nicht teilnehmen. Ich grüße Frau Christina Spieler, Konsulin von Ungarn, herzlich willkommen und bedanke mich für Ihre Hilfe bei der heutigen Veranstaltung. Ich begrüße unsere Ehrenritterdame Frau Elisabeth Schosser, Vorstand des Bayerisch-Ungarischen Forums. Ich begrüße die Gouverneurin des Ritterordens St. Georg Visegrád, Dr. Csilla Gotthard. Sie sind ein bisschen verspielt, sie hat sich verlaufen. Ja. Die anwesenden Großpriorin Deutschlands, Herrn Konrad Kobler, diplomatischer Großprior des Ordens, und Herrn Georg Engel, Pressegroßprior des Ordens. Unsere Altprioren Josef Wohl, Dr. Götz Zierau und Siegfried Graf Buchheim. Der Großkanzler des Ritterordens, Baron Lasso Körös-Cseke, kann heute leider nicht teilnehmen, hat aber unsere Initiative in einem Dankbrief begrüßt und uns mitgeteilt, dass er im Herzen bei uns ist. Ebenso haben uns der europäische Großprior Dr. Andreas Matjus und der Vorstand unseres Vereins Dr. Ludwig Dietrich Barth begrüßt. Ich heiße die anwesenden Prioren und Altprioren, die Ritterdamen und Ritterbrüder, sowie die Anwärter des Ritterordens St. Georg herzlich willkommen. Danke für eure Unterstützung und Hilfe. Wir haben Herrn Staatsminister Bernd Siebler eingeladen. Er hat sich über die Einladung zum St. Georg Ritter-Symposium sehr gefreut und wäre ihr gerne nachgekommen. Aber aufgrund bereits bestehender Terminverpflichtungen war es ihm leider nicht möglich, am Symposium teilzunehmen. Ich begrüße herzlich Grafin Gräfin Esterházy. Eine Ehre, dass wir Sie bei uns haben. Ich heiße seine Exzellenz, unser Ehrenritter Claude Kalumen Mukadi, Prinz von Aboné, herzlich willkommen. Ich darf die Delegation der Ungarischen Nationalwache 1956 unter der Führung von Generalmajor Imre Mali willkommen heißen. Danke an die anwesenden Journalisten, dass sie unseren Ruf in die Welt bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Gäste, Gott möge Sie segnen. Herzlich willkommen. Danke für Ihr Interesse und dass Sie mit Ihrer Anwesenheit unseren Ritterorden ehren. Wir erleben derzeit schwierige Zeiten. Es ist schwer, Mensch zu bleiben in dieser rasenden Welt. Schwer ist es, die einfachen, edlen Tugenden zu behalten, wenn sich alles ändert, alles sich entwertet. Es ist leicht, aufzustehen und wegzugehen, jemanden am Rand des Weges zu lassen. Leicht ist, den Kopf wegzudrehen, schwer ist es aber, den Armen zu helfen.
Schwer ist es, dem Armseligen die Hand zu bieten. Schwer ist es, jemandem aufzuhelfen. Leicht ist aber, ihm wegzustoßen, den auf dem Boden liegenden Mensch zu treten. Es wäre so einfach, ein guter Mensch zu sein. Ich frage nun, warum ist das so schwierig? Es ist nicht eine Frage des Geldes, meine Damen und Herren, sondern allein eine Frage des Wohlwollens, der Humanität. Das Wohlwollen und die Humanität sollen die Gier und das Gehetze des Profits um jeden Preis überwältigen. Opfern wir diesen Gedanken eine Minute von unserem Leben und die Welt, in der wir alle leben, wird wahrscheinlich ein besserer Ort werden. Möge Gott uns Kraft dazu geben. Sehr geehrte Damen und Herren, am heutigen Abend wird uns Herr Mihailo Arsenski Tenor ausgewählte Stücke vorführen. Begleitet wird er von Fruzhina Lukosil, Pianistin. Herr Arsenski stammt aus Mazedonien, hat in Skopje, in den USA und in Paris studiert und sein Repertoire umfasst ein besonders breites Spektrum. Fräulein Lukosil ist Ungarin, besucht als Studierende des Masterstudiengangs der Hochschule für Musik und Theater München. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie beide uns mit Ihrer Anwesenheit und Ihrer Musik geehrt haben.